Und sobald sie sich ausruht, tun die Füße nicht so weh. Mehr ist gar nicht nötig, denkt die Uline, und sie hört den Fischer Sven sagen, die Uline kann sich ja auf der Bank im Bootshaus ausruhen. Was? Dann rudert er ein bisschen raus, und wenn er Fische spürt, dauert es nicht lange, bis er einen hat, sagt er. Ja, vielen, vielen Dank auch, sagt die Uline. Ja, mal sehen, ob was beißt, sagt er. Ja, danke für deine Hilfe, sagt die Uline. Wäre ja noch schöner, sagt der Fischer Sven. Was sollst du ohne was zu essen da sitzen, weil ich nicht rausfahren will, sagt er. Also wirklich. Sowas darf nicht sein, sagt der Fischer Sven. Und die Uline sieht den Fischer Sven runter auf den Steg gehen und sie selber geht zum Bootshaus und an der Wand steht eine Bank. Und die Uline setzt sich auf die Bank und sobald sie sitzt, spürt sie, wie die Füße aufhören, ihr weh zu tun. Und sie spürt, wie müde sie ist. Und dann sitzt die Uline da an der Wand vom Bootshaus und sie sieht den Fischer Sven das Boot losmachen und sich vom Steg abdrücken und das Boot gleitet aufs Wasser hinaus und die Uline sieht den Fischer Sven die Ruder nehmen und dann sieht sie den Fischer Sven aufs Wasser hinausrudern und dann ruft der Fischer Sven ihr jetzt zu, jetzt holt er gleich einmal ein paar Fische raus für sie, ruft der Fischer Sven und die Uline sieht den Fischer Sven die Ruder ins Boot legen und er nimmt eine Leine und dann lässt der Fischer Sven die Leine ins Wasser und kaum hat er sie ins Wasser gelassen, da sieht die Uline ihn schon im Boot aufstehen und mit langen Armbewegungen die Leine einholen und der Fischer Sven dreht sich um und ruft zur Uline, da hat schon einer angebissen, ein Dicker ist das, ruft der Fischer Sven und die Uline sieht den Fischer Sven sich über den Bootsrand beugen und er ruft der Uline zu, jetzt kommt er, ein schöner Dorsch, ruft der Fischer Sven, ein schöner dicker Dorsch, ruft der Fischer Sven und die Uline sieht den Fischer Sven den Dorsch ins Boot heben. Ein schöner Dorsch, ruft der Fischer Sven. Die Leine war kaum im Wasser, da hat er schon angebissen. Schöner Fisch. Frisch und lecker, ruft der Fischer Sven. Und die Uline sieht den Fischer Sven sich auf die Ruderbank setzen und die Ruder ins Wasser tauchen und dann rudert der Fischer Sven aufs Land zu und die Uline denkt, jetzt muss sie wieder nach Hause mit dem Fisch. Kaum sitzt sie hier an der Wand vom Fischer Sven seinem Bootshaus, da muss sie sich wieder den Hang hochquälen, denkt die Uline, und das wird scheußlich. Nochmal vom Meer bis ganz nach oben. Zum zweiten Mal heute diese Quälerei auf ihren schlimmen Füßen, denkt die Uline, und dass sie sich nicht mehr in der Gewalt hat da unten. Nein, alt werden ist furchtbar, und wenn der liebe Gott sie nur auch bald zu sich nehmen wollte, damit es vorüber ist. Damit es endlich vorüber ist, denkt die Uline, und sie sieht den Fischer Sven das Boot verteuen, und er hebt den Fisch hoch und kommt auf sie zu, den Fisch in der Hand. Jetzt kommt der Fisch an der Schnur, damit sie ihn tragen kann, denkt die Uline, und sie sieht den Fischer Sven auf sich zukommen und sich vor ihr hinstellen. Ja, da wäre dein Abendessen, sagt der Fischer Sven. Ja, vielen, vielen Dank, sagt die Uline. Es tut mir leid, dass ich dir so zur Last falle, sagt sie. Ach, nicht der Rede wert, sagt der Fischer Sven. Hast du die Schnur dabei? Ja, ja, sagt die Uline. Und sie hält dem Fischer Sven die Schnur hin und er schiebt dem Fisch die Schnur auf der einen Seite durch die Kiemen. Er schiebt und die Uline sieht die Schnur auf der anderen Seite bei den Kiemen wieder rauskommen. Und dann nimmt der Fischer Sven beide Enden von der Schnur und bindet sie zusammen. Und dann hält er der Uline den Fisch hin und sie stemmt den Stock auf den weichen Boden und er sinkt ein bisschen ein und die Uline sammelt ihre Kräfte. Jetzt muss sie schon wieder alle Kraft zusammennehmen, denkt die Uline. Und dann, jetzt stemmt sie sich hoch und kommt hoch und mit der freien Hand nimmt sie den Fisch, den der Fischer Sven ihr hinhält. Ja, vielen, vielen Dank auch, sagt die Uline. Vielen Dank. Ich bezahle dann auch, wenn wieder ein bisschen Geld im Haus ist, sagt die Uline. Eilt nicht, sagt der Fischer Sven. Ich bin bisschen knapp zurzeit, sagt die Uline. Es ist, wie es ist,
sagt der Fischer Sven. Ja, aber vielen Dank auch, sagt Juline. Und jetzt muss sie sich wieder in Bewegung setzen, denkt Juline. Jetzt muss sie sich nochmal den steilen Hang hochquälen, bis nach Hause. Das muss sie jetzt. Ja, wenn sie bloß wieder zu Hause ist, findet sich alles Weitere, denkt Juline. Und sie hört den Fischer Sven sagen, jetzt hat er was zu tun, er geht dann mal nach Hause. Was, sagt der Fischer Sven, und Juline sieht ihn rasch den Hang hochgehen. Zwischen den Häusern am Hang geht der Fischer Sven rasch bergauf. Und jetzt muss sie auch den Hang hoch nach Hause, wenn sie bloß schon zu Hause wäre. Dann findet sich alles Weitere, denkt Juline. Jetzt muss sie nach Hause, denkt Juline. Und sie setzt sich mühsam in Bewegung und sofort ist der Schmerz da. Nein, nun muss sie bald fort dürfen. Jetzt muss der liebe Gott sie bald zu sich holen, sie erlösen. Jetzt muss bald ein Ende sein, auch mit ihr, denkt Juline. Und mit dem Fisch in der einen Hand und dem Stock in der anderen schiebt Juline sich hoch. Schritt für Schritt schiebt sie sich hoch und die Füße tun ihr derart weh, dass es nicht auszuhalten ist. Furchtbar, denkt Juline. Jetzt will sie nach Hause. Dann geht sie aufs Häuschen, dann setzt sie sich aufs Loch, wartet, ob was kommt. Denn da unten drückt es, da will was raus. Es drückt, und wenn es bloß nicht von selbst kommt. Wenn sie es nur zurückhalten kann, denkt Juline, jetzt darf einfach nichts von selber kommen. Nein, jetzt darf nichts kommen. Nicht jetzt, nein, das darf jetzt nicht passieren, denkt Juline. Nein, nicht jetzt, denkt sie, und es drückt aber ziemlich, oder? Denkt Juline, wie sie über den Stock gekrümmt hochgeht. Den Fisch in der Hand und Juline hebt den Blick und sie sieht die Signe vor ihrem Haus stehen. Und da steht die Signe und schaut zu ihr her und sie sieht nicht freundlich aus. Und die Juline und die Signe sind ja nie die besten Freundinnen gewesen. Ganz im Gegenteil. Und die Signe steht sonst nie vor dem Haus, wenn die Juline vorbeikommt. Ganz im Gegenteil. Sie verschwindet rasch im Haus, wenn sie die Juline kommen sieht, denkt die Juline. Nein, sie und die Signe sind nie eins miteinander gewesen. Und die Juline ist ja auch noch nie über die Signe ihre Schwelle, obwohl die Signe ihrem Bruder seine Frau ist, dem Siebert seine. Und die Juline und der Siebert sind einander als Kinder Lieblingsbruder und Lieblingsschwester gewesen. Ihr kleiner Bruder Siebert, so ein schöner Mann ist er geworden, der Siebert, denkt die Juline. Aber jetzt steht da die Signe und sie scheint nicht wieder ins Haus gehen zu wollen. Nein, wirklich. Sie steht da und wartet auf sie, als ob sie etwas von ihr wollte. Und wie es aussieht, will sie von ihr nichts Gutes. Was die Signe, nein, überhaupt nicht. Aber dass die Signe da auf sie wartet, das ist ganz sicher so, denkt die Juline. Warum steht die Signe wohl da? Haben sie heute nicht schon miteinander geredet? Nein, dass sie sich an nichts erinnert. An nichts kann sie sich mehr erinnern. Nur an das eine oder andere, das vor langer Zeit gewesen ist, erinnert sie sich. Aber an das erinnert sie sich dann klar und deutlich. So ist das jetzt, denkt die Juline, und dieser Schmerz, der sich in ihren Füßen festbeißt, sobald sie losgeht. Nein, dieser Schmerz, denkt die Juline, und sie hört die Signe sagen. Kommst du endlich, oder willst du nicht mit deinem Bruder reden, der im Sterben liegt? Dazu wärst du wahrscheinlich auch noch imstande, sagt die Signe, und die Juline denkt, so ist das also. Ihr Bruder liegt im Sterben. Ja, stimmt, ja, denkt sie. Die Signe hat ihr heute ja schon öfter gesagt, dass ihr Bruder mit ihr reden will. Ja, jetzt weiß sie es wieder. Und dann geht sie zum Meer Fisch holen, während ihr Bruder Siebert im Sterben liegt. Und es ist doch wirklich zu furchtbar, dass es so weit mit ihr gekommen ist. Dich kümmert das nicht, sagt die Signe. Du hast dich sowieso immer nur um dich selber gekümmert und um niemanden sonst, sagt sie. Dein Bruder ist so krank und muss vielleicht fort und du willst einfach nicht mit ihm reden, sagt sie. Nein, das darf nicht wahr sein, sagt sie. Das darf nicht wahr sein. Furchtbar ist das. Jetzt geht es zu Ende. Jetzt ist es bald vorbei. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, sagt die Signe.
und die Uline quält sich bergauf und sie bleibt vor der Signe stehen, steht da, auf ihren Stock gestützt, den Fisch in der Hand. »Ich bin so vergesslich geworden«, sagt sie. »Ich habe es vergessen. Ich bin zwar nicht oft bei euch, aber natürlich will ich mit meinem Bruder reden«, sagt die Uline. »Das wäre ja auch noch schöner«, sagt die Signe. »Dann komm gleich mit rein«, sagt die Signe. Und die Signe geht zur Tür vor ihrem Haus und die Uline geht hinter ihr her und die Uline denkt, von ihr selber ist auch nicht mehr viel übrig. Und jetzt ist sie so müde und wenn ihr Bruder jetzt fort muss, was soll sie da zu ihm sagen? Vielleicht kann sie den Sievert darum bitten, dass er den Herrgott an sie erinnert, dass er den Herrgott daran erinnert, dass sie bald auch an der Reihe ist, denkt die Uline. Und sie geht durch die Tür von der Signe ihrem Haus und im Hausflur riecht es sauber und alles sieht so ordentlich aus. Und hier scheint es ja an nichts zu fehlen, denkt die Uline. Nein, hier ist sie nicht gerade oft gewesen. Sie kann sich nicht daran erinnern, dass sie schon einmal in diesem Haus gewesen wäre, denkt die Uline und sie hört die Signe sagen, sie soll die Treppe hochgehen, dann nach rechts durchs Schlafzimmer und dann liegt der Sievert in der kleinen Kammer hinter dem Vorhang. Sagt die Signe, und die Treppen sind für sie das Allerschlimmste, denkt die Uline. Treppensteigen ist das Allerschlimmste. Ich kann so lange deinen Fisch halten, wenn du willst, sagt die Signe. Und die Uline denkt, nein, sie will den Fisch lieber nicht aus der Hand geben, denkt sie, und sie schüttelt den Kopf. Aber die Treppe werde ich dir doch hochhelfen dürfen, oder? Sagt die Signe. Und die Uline denkt, das muss sie der Signe erlauben, so ungern sie es tut. Zulassen muss sie es, denn allein schafft sie es wohl nicht, denkt die Uline und die Signe nimmt ihren Stock und dann nimmt die Signe sie fest beim Arm und sie zerrt sie fast zur Treppe hin und die Uline fühlt es in den Füßen reißen und schneiden und dann geht die Signe eine Stufe vor und zieht die Uline hinter sich die Treppe hoch und die Uline spürt, wie die Füße wehtun. Und die Signe zieht sie die Treppe hoch, bis sie oben sind. »So, Uline, durch die Tür da«, sagt die Signe. »Rede du erst mal ein bisschen mit ihm, ich komme dann nach.« »Ich gehe wieder runter«, sagt die Signe. »Ruf mich einfach, wenn du fertig bist«, sagt sie. »Oder klopf mit einem Stock auf den Boden«, sagt die Signe. »So hat der Sievert immer Bescheid gegeben, wenn er Hilfe gebraucht hat«, sagt die Signe. Und die Signe drückt der Uline den Stock in die Hand und dann steht die Uline da, den Stock in der einen Hand, den Fisch in der anderen und jetzt muss sie wohl zu ihrem kleinen Bruder rein, dem Sievert. Jetzt ist er alt und liegt im Sterben und er will mit ihr reden, bevor er fort muss, hat die Signe gesagt. Da muss sie sich jetzt zusammenreißen und zum Sievert reinhumpeln, denkt die Uline. Ja, das muss sie jetzt, denkt sie. Ja, ja, sagt die Uline. Ja, ja, sagt sie. Und die Uline macht die Tür zum Schlafzimmer auf und sie sieht ein großes Doppelbett, schön zurechtgemacht, ein gehäkelter Überwurf bedeckt es ganz. Nein, das ist aber eine schöne Arbeit, denkt die Uline. Nein, was für einen Überwurf die Signe gehäkelt hat. Die muss ja tüchtig und geduldig sein, denkt die Uline und sie sieht einen großen Spiegel da an der Wand hängen. Nein, wie hübsch es hier ist. Was? Denkt sie und die Uline sieht einen Vorhang an der Längswand und das ist sicher die Kammer, in der der Sievert liegt, denkt die Uline und über den Stock gebeugt geht die Uline durch das Zimmer, den Fisch in der Hand und mit dem Stock schiebt sie den Vorhang beiseite und die Uline schlüpft hinter den Vorhang und die Uline kommt in die Kammer. Und sie schaut zum Bett und da liegt der Sievert. Und so grau und zerzaust hat sie ihn noch nie gesehen. Aber auf dem Nachttisch liegt seine Pfeife und die Tabaksdose auch, das ist ja gut. Aber sein Bart ist so grau und zerzaust und steht nach allen Seiten weg. Dem Sievert hat wohl seit langem keiner den Bart gekämmt, nein. Und dem Sievert sein Haar ist grau und zusammengedrückt. Und er hat sich die Hand an die Wange gelegt. Lange, krumme Finger, ganz, ganz dürr, liegen sie auf der Wange, sieht die Uline, und der Sievert liegt völlig reglos, und neben dem Bett
steht ein Stuhl, da wird sie sich mal hinsetzen und dann wird sie mal sehen, ob dem Siebert nach Reden zumute ist. Er ist ja nie einer von denen gewesen, die viele Worte machen. Und heute wird er wahrscheinlich auch nicht viele Worte machen. Und seine Augen starren leer. Leer starren seine Augen sie an, findet die Oline. Und sie geht hin und setzt sich auf den Stuhl. Und sie lehnt den Stock an dem Siebert sein Bett und sie legt sich den Fisch in den Schoß. So, jetzt ist deine Schwester Oline hier, sagt die Oline. Und sie sieht ihren Bruder an, den Siebert, und er antwortet nicht. Nein, viele Worte gemacht hast du ja nie, sagt die Oline. Auch als kleiner Junge hast du ja oft nicht geantwortet, wenn ich mit dir gesprochen habe, sagt sie. Das habe ich nicht vergessen, glaub mir. Ja, ja, Siebert. Du bist immer eigen gewesen, was, Siebert, sagt die Oline. Du und der Lars auch. Ihr seid immer eigen gewesen, von Kindesbeinen an, sagt die Oline. Aber du bist nie so zornig gewesen wie der Lars. Du bist immer ein Stiller gewesen, Siebert, Zeit deines Lebens, sagt die Oline. Siebert, Siebert, sagt die Oline, und sie sieht dem Siebert seine Hand an, der sich fest in die Wange gedrückt, in die Haut. Ja, wie du siehst, habe ich einen Fisch dabei, sagt die Oline. Den habe ich vom Fischer Björn gekriegt, sagt sie. Nein, heute sind schlimme Sachen passiert, Siebert. Pass mal auf, sagt die Oline. Heute sind hässliche Sachen passiert. Ich bin heute früh schon mal zum Meer runter, Fisch holen. Und wie immer habe ich vom Fischer Björn Fisch gekriegt. 2 Stück hat er mir gegeben. Und ich habe den Fisch in die Küche gelegt, wie immer. Alles wie immer. Aber stell dir vor, dann ist die Katze da gewesen und hat den Fisch geholt. Nein, wie das hat kommen können, weiß ich nicht, aber auf einmal haben beide Fische halb aufgefressen vorm Haus gelegen. Mein Abendessen. Die Katze hat mein Abendessen geholt. Darum bin ich ein bisschen spät dran. Ich musste erst wieder zum Meer runter. 9 Fisch holen. Darum bin ich ein bisschen spät dran, sagt die Oline.